Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier auf dem Arsch. Wir werden jetzt weiter unseren Heufahrer durch Verkehr ziehen, da er hier wahrscheinlich alles raus ist. Wir nehmen den raus in den Traktor und wir fahren den mal weg. Normalerweise hätte er doch. Achso, das kann sein, dass er da sagt, okay, ist leer. Das fahren wir an den globalen Markt. Dann muss der mal auch wieder gewaschen werden. Da stellen wir ihn auch gleich hin. Erstmal. Dann müssen wir so zu sorgen, dass wir sorgen, dass die Tiere Futter und Wasser bekommen. So. Aus. Die anderen fahren auch weiterhin Futter. Silage zu BGH einmal und Häckselgut für, also Holz, Hackschnitzel für die Papierfabrik. Wir werden das unsere Kühe versorgen mit Futter. Ich habe nun in der gestrigen Folge das Futter, die Kühe und die Kälber, also die jungen Kälber und etwas ältere Kälber schon, ne, in ihren neuen Stall gefahren, im Nachbarstall. Wir werden hier erstmal reinfahren. So, Wasserhahn aufdrehen. Gut, läuft. Und werden wir hier mal gleich einen Punkt machen für Abladen Mischfutter. Das heißt, wir haben ja hier einen Kurs drinne. Ja, das ist ja hier da. Und hier, zack, machen wir gleich mal einen Punkt. Und zwar Autodrive, Alt 0. Und wir werden hier einfach mal so ein. Ja, da haben wir nichts da, ne? Mit einem Modus. Ja gut, gebe ich hierbei, ne? So. Das heißt, abladen. Laden. Misch. Futter. Stall. 1. Kuh. Das habe ich gedacht, das passt nicht hin. Ja. Gut, ich weiß Bescheid, das ist Kuh. Und erstellen. Wir laden hier mal ab. Das ist mir das sehr wichtig, weil nachher irgendwann will ich es automatisch machen. Ne? Das macht ja eine ziemlich eine Folge aus, das entsprechend zu. Ja, zu erledigen. Schweine auch in Folge, also mit Schweinen zusammen. Hier los, ach, das ist mal auf. Das ist ungünstig. Wir müssen da dazu machen. So. Wir müssen hier aber gleich weiter im Kurs machen. Dann mach's zurück. Stückchen vor. Und dann werden wir hier aufzeichnen. Ne? Dann müssen wir mal hier bis nach links einschränken. Daran denken, dass er um die Ecke rumkommen muss. Ne? Man möge halt rechts fahren. Und weiß hier aber nicht. Ne? So. Hier stehen aktuell Fahrzeuge. Wir müssen nur sehen. Das wäre ja Blödsinn, hier so viele Kurse hier bringen würden. Wir verbinden das einfach mal. Und zwar mit dem anderen hier. Gut, dann können wir jetzt weiterfahren. Er fährt jetzt den Kurs weiter. Natürlich. Er muss jetzt nur noch, ne, der Traktorfahrer, ne, oder Fahrerin, je nachdem, was aktuell drin ist. Wir müssen jetzt zum Mischfutterweg. Das ist links. Dazu fahren wir ein Stück zurück. Damit wir die Kurve gut kriegen. So. Den zweiten Punkt werden wir das mal nutzen. Das ist schlecht. Das soll schon ein Pfeil nach vorne gehen, ne? Sonst wäre das ungünstig. Ne? So. Jetzt geht's zum Mischfutter. Hier nahmen wir den auf.
Und Silage nicht. Frustration. Aber jetzt muss ich aber nach links fahren. Das heißt, Kreuzung ist doof. Das heißt, wir werden hier die Kurve kriegen nach links. Hier gut, hier mal einen Punkt machen, ne? Ja, logisch. B. B laden, ne? Plus. Butter. Fahrweg. Sonst kommen durcheinander, und zwar Mischfutter. Ich gedacht, geht nicht. Okay, dann muss ja so passen, weil das ist ja logisch, ne? Mischfutter, ne? Nicht pro neu. Stellen. Jetzt nur den Kurs so lang nehmen, dass wir den Kurs nicht angreifen, also benutzen werden. Erst für den nächsten Kurs. Weil die Kurve zum globalen Markt ist ja in dem Falle nicht notwendig, ne? Und ich jetzt warten. Erstmal ausmachen. Jetzt Aufnahme beendet, ja, können wir zurückfahren, können wir den Kollegen vorfahren, dass er seine Silage holen kann. So haben wir verbunden den Kurs, aber wir haben halt nicht so viel extra gemacht. Ne? Das hätten wir auch extra fahren können. Aber wenn so viele Kurse auch im selben parallel sind und in gleiche Richtung, ist ja Blödsinn. Ne? So, jetzt fahren wir hier lang. Wir müssen jetzt aber Richtung Kuhstall fahren. Der Kurs ist vorhanden. Wie gesagt, der ist vorhanden, müssen wir nicht extra machen. Ich will jetzt nur einen zweiten Stall reinfahren. Das ist ganz wichtig, da um da auch einen Kurs zu bekommen. Man könnte auch gleich nebenbei für Heu und Stroh auch noch so einen Kurs bringen. Ne? So. Aber wir machen erstmal sehen, dass wir es zukriegen, dass wir zusehen, dass wir jetzt den zweiten Stall einmal Futterversorgung bekommen. So. Fahren wir auch rein. Die Türen sind ein bisschen eng, ne? Also wir können ja in Zukunft mit einem kleinen Traktor fahren lassen, mit einem kleinen Anhänger. Das reicht ja aus, wenn der den ganzen Tag fährt. So, Wasser geben gleich. Sobald wir den Kurs haben, den Punkt. Ja, so hier ungefähr. Dann abladen. Der Stall. Zwei. Puh. So. Ist eigentlich logisch, aber man weiß ja nie, ne? Also später muss man klar sein, Stall ist Kuhstall gemeint und nicht Schweinestall, ne? Schweine kriegen keine Mischfutter, von daher soll es eigentlich keine Verwechslung geben, ne? Normalerweise. So. Der kippt mal gleich aus. Trinkt mal einen Schluck. Derzeit mal. Ja, die Kälber wollen nicht viel haben, ne? So, jetzt fahren wir raus. Hier wäre eigentlich ein Punkt auch für Milch, aber Milch werden wir hier nicht verfahren, ne? Und jetzt schließen wir am Kurs an. Ja, hätte ich auch noch nehmen drin, ne? Also, ja, rumgelaufen. Wieder rein. Die müssen ja wieder rauskommen im Kurs, ne? Das ist ja ganz wichtig. Dann ist drinne? Nö. Ein Glück gehabt, wenn es stimmt. Muss ja auch den Kurs ausbringen, ne? Sonst bringt es ja nichts. Aber die Auszeichnung unterbrochen, also
nochmal rein mit dem Punkt und sprechen da, wo wir aufgehört haben, weiterhin aufzeichnen. Zur Not kann man hier auch noch den Gru, also im Prinzip verändern. Was er läuft, ja. So, weiter geht's hier. So, verbinden müssen wir auch, sonst bringt das nichts. So. Jetzt geht's raus Richtung, ja, vorhandenen Kurs, ne? Wer sich hier so halbwegs anschließen, also hier vorne, so geradeaus, ich sehe und denke, was ihr nicht seht, aber ich sehe schon mal, dass von hier, da oder da, daran, schon ist erledigt. Schon können wir den Stall Nummer 1 und 2. Wenn ich nicht weiter aufgezeichnet hätte, ne? Aufzeichnung beenden ist hilfreich. So. So, kurz mal löschen, die Punkte, die zu viel sind. So, das wäre schon, ein Punkt war mal. Möglichst wenig Punkte machen, wenn es geht. Nur in Ausnahmefällen halt einen extra Kurs fahren, wenn es irgendwie nicht anders geht. Du kannst aber noch löschen hinterher. So, jetzt gibt man Stall 1 gleich mal Futter. Stellen wir gleich mal ein. Und testen wir gleich. Und zwar beladen. Ich muss hier ein bisschen sortieren. Zwischen beladen und abladen, das kann ein bisschen sortieren. Ne? Wie das so genau, muss man gucken, wie es geht. Ja, mal testen. So, beladen. Entladen. Beladen. Das ist das. Und abladen. Teil 1. Mischration. Mal gucken, was das entsprechend macht. Als Test fahren wir mal mit. Und wenn das klappt, gehen wir gleich über so ein Schwein und machen dann. Ne? Ja, liegt schon mal auf, das ist gut, der Rest wird schon klappen. So, Schweine. Ist das mit. Hier jetzt mal wieder ausbauen. Anscheinend ist wieder alles für ein Fahrzeug zusammenhängt. Jo, oh, hallo, ja genau. So, es ist 4 Uhr. Hier müssen wir hier putzen, bevor wir hier überhaupt füttern. Putzen. Und dann müssen wir noch mal sehen, Wasser geben. Ich habe nun in einer gestrigen Folge die Schweine, ja, von A nach B gebracht. Dadurch wird sich bis noch getan haben hier, Futterbedarf. Kurz mal die Tiere füttern. Wasser geben. Wieder ein anderes Ende. Ja, das war schon sehr leer gewesen. Laufen wir rüber zum anderen Stall. Und machen da auch mal kurz Wasser geben, ne? Wasser ist ja ganz wichtig. Mischration, Blocking. Aber hat abgeleitet. Ach, bestimmt hier. Wenn er Blocking macht, okay, geht. Hier hat nicht so viel gefehlt. Wahrscheinlich, weil ich auch hier rausgefahren habe. Läuft noch nicht ganz rund. Mischration.
Ja, hier müsste man überall, müsste ich eigentlich mal überall ein bisschen Wurf gestalten und so, ne? Ein bisschen ja, Deko, ein bisschen Grünzeug, ein bisschen betonieren oder so, ne? Asphaltieren, ne? Hier liegt auch ein Haufen, warum nicht ein Haufen? So, müssten die einen noch Futter kriegen gleich. So, gleich mal das Futter abgegeben. Und dann können wir gleich mal den Anhänger nehmen hier, das Futter, was da drin ist, verwerten. Ob das reicht auch für alle anderen Tiere. Mischfutter klappt nicht richtig. Entweder ist das voll, brauchen nichts mehr. Könnte sein. Mal kurz gucken. Was ist? Kuhstall. Die Station ist voll. Milch ist, Milch hoch 1 ist auch voll. Wasser haben die jetzt genug. Stall. Stroh. Strom noch fahren. Badestall. Sauberkeit. Habe ich gerade gemacht. Das müsste eigentlich jetzt passen. Futter müssen sie jetzt noch kriegen. Beide. Wird nicht reichen, das hier mit den 39.000%. Wir holen unsere Ferkel immer unser Stroh, Futter. Dann ist der mit der Silage, kann der wieder, jo, fertig. Decken wird reichen, denke ich mal, für einen. Das ist super. Dann können wir den Rest bei anderen wird auch gerade so reichen. Dann haben wir Futter erledigt. Und wir haben wieder fertig. So, die Show, das soll es auch für heute gewesen sein. Jetzt sagen wir schon Dank fürs Reinschauen. Schweine sind versorgt. Gleich hier auch. Kühe sind versorgt. Futter und Wasser. Jetzt brauchen wir nur Stroh. Das machen wir auch gleich. Das machen wir in der nächsten Folge. Ne? Jetzt sagen wir schon Dank fürs Reinschauen. Dann tschüss und ciao. Und morgen geht es hier weiter in Marsch. Jo, weiterhin düngen. Düngen für unsere Felder, wenn es gewachsen ist. Mal gucken. Ja, dann mal tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann und ciao. Bis dann und tschüss. Bis morgen und bye bye.